Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch hier, wie man die GoPro 8 und 9 auf eine Bildrate von 50 Bildern pro Sekunde und damit den europäischen Standard umstellen kann. Schaue ich mir im Internet, zum Beispiel auf der GoPro-Seite, die technischen Daten der GoPro 8 und 9 an, komme ich zu dem Schluss, dass dies nicht möglich ist. Denn in den technischen Daten sind nur Bildraten angegeben, die 30 oder ein Vielfaches betragen, wie 60, und dies stellt den amerikanischen Standard dar. Und damit wären die Aufzeichnungen der GoPro nur sehr schlecht mit den Aufzeichnungen meiner anderen Kameras kombinierbar, weil ich dort mit dem europäischen Standard von 50 Bildern pro Sekunde aufnehme. So habe ich vor dem Kauf der GoPro zuerst das Handbuch heruntergeladen und dort an versteckter Stelle eine Möglichkeit zur Umstellung auf 25 oder 50 und so weiter Bilder pro Sekunde gefunden. Und das geht auf zwei Arten. Erstens an der GoPro selbst. Ich wische im Bildschirm nach unten, gehe auf Einstellungen, dort auf Allgemein, blättere nach unten, Anti-Flimmern und jetzt wähle ich 50 oder 60 Hertz, in diesem Fall natürlich 50. Zurück geht's mit der Modustaste links am Gehäuse und mein Ergebnis sieht wie gewünscht aus. Die zweite Möglichkeit ist über die GoPro App. Hier wähle ich unten links das Kamerasymbol, wähle dann GoPro steuern, gehe auf den Schraubenschlüssel oben für die Einstellungen, blättere nach unten, bis ich Anti-Flimmern sehe und dort kann ich 50 oder 60 Hertz, was Bildern pro Sekunde entspricht, auswählen. So stelle ich kurz zur Demo zurück von 50 auf 60 und drehe das natürlich gleich wieder um. Und das Gute dabei ist, dass sich diese Umstellung auf alle Kameravoreinstellungen auswirken. So zum Beispiel auch auf den 4K-Modus. Ein kleiner Hinweis noch am Rande. Wer seine GoPro-Videos nur mit Handy-Videos kombinieren möchte, sollte diese Umstellung nicht vornehmen, da die meisten Handys nach dem US-amerikanischen Standard aufnehmen. Viel Spaß beim Ausprobieren!